Inspect. Rohling einführen zum Drucken. Schlüsselrohling benötigt. Sonderzugangskartendrucksystem. So, wenn man deutsche Wörter hören will, muss man dieses Spiel spielen. Jetzt kann ich die nächste ID bauen und dann weiter runtergehen. Gut. Geh mal raus. Gucken Sie sich hier noch ein bisschen um. East Corridor. Na, wir gehen jetzt mal hier rechts rum. Verschlossen. Arztschlüssel benötigt. Okay. Inspekt. Bild, Norm, Objekt A. Z100, I50. Ach, okay, das sind ein Stück für eine Kamera. Kurzlaufrevolver. Sehr kurz. Bildmodus. Das ist Röntgen. Ja, normal oder Röntgen? Okay. Sieht mal so, wie die Waffe aufgebaut ist. Das ist interessant. Eine Hand. Eine menschliche Hand, I guess. Sieht sehr menschlich aus. Schädel, sieht aus wie Replikaschädel wegen dem Druck hier. Ja. Es sieht aus wie ein normales Gehirn, aber an der rechten Seite ist was und links auch. Was zur Hölle ist das? Okay, was ist jetzt D? Ja, D ist so ein Klumpen, wir brauchen anscheinend diese Karte hier. Was ist das für eine Karte? Wie die wir vorher hatten halt. Wo links ist das? Diese Verbindung da. Keine Ahnung, was genau das ist, aber wir brauchen das auf jeden Fall. Ja, ist ja interessant. Ich kann diverse Gegenstände durch das Glas sehen, die unter dem Röntgengerät liegen. Ja. Röntgengerät. Links nicht drin. Aber entwickelt von anderer Seite. Verdammt, schon wieder Eulen, Alter. Morg. Passend. Leichensack. Mach ich lieber nicht auf. Dass eine Replika so menschlich ist, hat irgendwas zu bedeuten. Könnte Munition nehmen, ja. Brauche ich auf jeden Fall, wenn die Dinger dazu nahe kommen. Das sagt das hoffentlich nicht. Oh mein Gott! Bleib weg! Bleib weg! Geil. Okay. Da kommt doch eine! Verschlossen! Ich wollte dich nicht töten. Legit, ich wollte dich nicht töten. Ich wollte die lahmlegen und dann wegrennen. Verdammt! Jetzt habe ich so viel Munition verschwendet. Wobei. Vielleicht habe ich vorbeigeschleichen. Ja, einen Schuss muss ich dann aber dann verwenden, wenn die mich bemerkt. Habe ich noch Elektroschocker? Ein Einwegspülpistole zum Auffüllen von beschädigten und schnell erhärtenden Schrauben auf polierten Basis stellt eine Kilometer wieder her.
kleine Menge mal Zeit. Versuchen wir da vorbeizukommen. Okay, das funktioniert sehr schön. Was ist denn das? Was ist das für eine Aula hier? Sonderzugang FEKBL. Okay, da brauche ich mal schon Zugangsdinger und die haben halt diese Form. Was ist das? Die drei goldenen Steine der Nation verzieren die Stelle. Die Stiele. Da fehlt ein L. Schwert. A, N, B, H, S, R, Z, K, E. 1, 2, 7, 9, 0. Ja, da oben ist was, ich weiß. Gehen wir runter. Pumpenraumschlüssel. Okay, wir müssen da jetzt kämpfen. Komm nicht näher. Komm nicht näher. Das war Notwehr. Okay. Pumperumschlüssel nehmen, ja. Pumperumschlüssel aufgehoben. Eine tote Ara-Einheit. Sie sieht ungewöhnlich friedlich aus. Ja gut. Sie muss die Scheiße nicht mehr erleben, also egal, so ist es besser als noch hier zu leben, in dieser Hölle noch klar zu kommen. Ara, Ara. Nein, ich komme hier raus. Ich will runter. Hier kommen wir jetzt ab. Puh, hier ist ein Rätsel. Ich weiß. Hier ist ein Rätsel, aber ich wollte. Das ist viel Text. Flutwasserabflusssystem. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Flutwasserabflusssystem, Fehlfunktion. An alle Krankenpfleger Aras. Die automatische Ausgleichspumpen im Flutwasserabflusssystem sind scheinbar immer noch kaputt, was das ganze untere Stockwerk unter Wasser gesetzt hat. Weil wir unsere Reparaturarbeit momentan auf das Ostflügelrückenmaus fokussieren, muss der Wasserdruck des Abflusssystems deshalb von der Steuertafel aus manuell ausgeglichen werden. Um das Wasser abzupumpen, stellt sicher, dass Takt A und B beide dieselbe Menge Wasser halten und das Tank C komplett leer ist. Du kannst den Wasserstand in den Tanks auf den Steuertafeln sehen. Mit den Krüppen unten an der Tafel kannst du das Wasser zwischen den Tanks mit dem Luftdrucksystem hin und her bewegen. Es kann etwas mühsam sein, die beiden Tanks auf die Art auszurechnen, weil du immer nur das gesamte Wasser in einen Tank bewegen kannst, außer den Zieltank ist voll. Ohne die Pumpen füllt sich nur Tank A von selber auf. Okay, jetzt kommt das Big Long Text. Wenn Tank A voll ist, kannst du den Wasserspeicher so ausgleichen. Fülle Tank B, dann Tank C nur mit Wasser aus Tank B. Beweg das Wasser aus Tank C zurück nach Tank A. Füll Tank C noch mit dem Rest des Wassers aus Tank B. Dann füll Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf. Füll nochmal Tank C mit Wasser nur aus Tank B auf, dann bewege es zurück nach Tank A. Falls du dich vertust und stecken bleibst, füll einfach alles zurück nach Tank A und fang von vorne an. Hier steht die Lösung. Aber das sich zu merken ist ein bisschen anstrengend. So. Erst B erfüllen. Dann C mit B. Dann C nach A. Dann C nochmal mit dem Rest von B. Dann füll B nochmal mit A. Dann nochmal C mit aus B. Und dann wieder nach A. Okay, das soll ich hinkriegen. Also erst nach B. So, dann B nach C. C nach A. C nach A. Dann B nach C. Dann A, dann C nach A, dann A nach B. Und von B nach C, von C nach A und von A nach B. Okay, ich hab mich schon verkackt. Episch. Von A nach B, dann von B nach C. Dann von C nach A,
Dann von... Das restliche Wasser aus B nach C. Dann das nach A. Dann A nach B. Scheiße, das ist doch gerade wieder gerade was wir vorher hatten. So. Dann B nach C. A nach B. C nach A. B nach C. Dann A nach B. Dann C nach A. Scheiße. Okay. Jetzt, nein, ja, Radio. Das ist doch basically ein Zyklus. Okay, erstmal alles zurück nach A. So. A nach B. B nach C. C nach A. Dann B nach C. Dann A nach B. B nach C. A nach C. B nach C. Das nach A. What the fuck? Hä? Na. Weißt du was? Ist mir gerade so blöd. Wir machen es einfach, wie es besser steht. So. Wenn A kann das Wasserspeicher so ausgleichen, fülle Tank B. So. Erstmal B füllen. Ne, es ist verständlich, aber. Es ist verständlich, aber ich. Kann mich gerade nicht konzentrieren. Oder ich bin zu dumm dafür. Dann C nur aus B. Also, von A nach B. Von B nach C. Von C nach A. So. Jetzt füge ich den Rest auf. Und von B nach C. Und von A nach B. Von B nach C. Und dann nach A. Ja, die Reihenfolge hat nicht gestimmt. Mann! Eigentlich ist das Rätsel gut. Gott. Warum leicht, wenn es auch schwer geht, ganz ehrlich? So, was haben wir denn hier Schönes? Wir können ja runter, aber ich will erstmal noch kurz nach oben. Lotus-Frame mitnehmen, ja. Kein Platz im Steckschlüssel Schiffs tragen. Ich benutze die, ich bin auch ziemlich angeschlagen. Ich habe es sogar verwendet und beging es auch nicht so gut. Vorsicht, ARA. Allzweck Reparatur, Arbeiter, Replika. Ara, ara. Ich werde nicht erklären, was das heißt. Die Leute wissen, was es heißt, wissen es. Hier ist eine Regel. So. Steht da runter, bevor diese Eule denkt, die müssen aufstehen. Sprung. Fuck, es hat so keinen Bock. Kein Platz, um Wasserschlüssel zu tragen. Naja. So, immer kann ich das stacken. Das ist schon mal immer was. Die Wassereffekte sind so cool. Oh shit. Okay, wir gehen runter. Was ist das denn, Leiter? Ich jetzt hier in den Riegel. Wo komme ich da raus? Okay, hier ist ein Auto. Aber ich will nochmal runter. Ich will am besten so wenig Eulen wie möglich begegnen. Kein Platz, um Schlüsselrohling zu tragen. Oh, Junge. Jetzt bräuchte ich es aber echt. Ah ja. Oh mein Gott! Blitz!
Jetzt kann ich sie nicht treten. Kann ich nicht treten. Ah, die Musik, Alter. Ah, Schlüssel. Junge, hier sind so viele Schlüssel. Ja. wisst ihr was? Das war gemeint mit dem... das war gemeint mit dem... Hier. Wenig Platz im Inventar. Wir speichern hier kurz mal. Wir speichern hier an der... Oh, wir können nicht mehr damit. Überschreiben wir jetzt mal das hier. Wie machen wir das jetzt? Also, wir haben unten die ganzen Schlüssel. Artschlüssel war... Irgendwo kann man oben verwenden. Ich würde mal sagen, Artschlüssel lagern wir, weil wir können das oben verwenden. Also, brauchen sie sich bei uns hier unten. Elektroschocker brauche ich wahrscheinlich gleich, wenn sie direkt vor mir steht. Oder auch nicht, der steht nicht hier. So, jetzt können wir den Rolling mitnehmen. Wasserschlüssel mitnehmen, ich weiß nicht. Hier rüber. So. Gehen jetzt rüber. Vielleicht bereit machen, Elektroschocker zu finden. So. Was denn hier? Videokassette dem, oh mein Gott! 512? Mein Gott, wir sind voll beladen. Was liegt da hinten? Ich will nur gucken, was da liegt. Für den Revolver? Lehmbruchtation? Ja, gerne damit. Ich will Platz, wir sind voll. Im SVK-Format mit Chromdioxid-Magnetband. Hohlspitzmunition für den Revolver. Alte im Kaiserreich produzierte 12×40 mm Hohlspitzkugeln verformen sich und zersplittern beim Einschlag für hohe Einschlagskraft. Geil. Kommen hier jetzt raus? Lagerraum. Personalbeschwerdeformular P14. Datum der Personalbeschwerde 8412F. Vollständige Prozessidee der beschwerenden Einheiten ARAR 2308 Replika. Status Personalabteilung Krankenflügel. Vollständiger Protektor-IDs der betroffenen Einheiten ARAR 2311 Replika. Datum und Zeit des Verfalls ständig. Ort des Verfalls Krankenflügel. Beschreibung 11 benutzt ständig meine Radschirm verlegt in 10 mm Aufsatz. Ich habe eine Abmahnung dafür bekommen. Das Spiel ist so deutsch, dass ich die Lüftung untergeschossen noch nicht repariert habe, aber ich kann ohne einen 10 mm Steckschlüsselansatz die Lüftungsabdeckung nicht entfernen. Sie macht das mit voller Absicht. Ist das süß, Junge. Wäre die Welt nicht so dystopisch, Alter, wäre das voll niedlich, Junge. Trägt was? Was ist das? Eine Schlüsselkarte liegt im Lüftungsschacht, aber die Schlüssel in der Abdeckung sind zu schmal für meine Hände. Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben, Leute. Also mach mal schnell, schnell, schnell. Solange die Eulen hier liegen. Kann ich lagern? Kann ich auch lagern? Wir brauchen... Wir brauchen das hier. Da brauchen wir den Water Key irgendwann. Ja. Ja, so passt das. Schnell, schnell, schnell. Aber ich habe unten noch ein paar Schlüssel, glaube ich, nicht aufgehoben. Bisschen stressen, wir haben keine Zeit.
Die Eulen liegen hier nur für ein paar Minuten. So, jetzt verwenden. Kann ich benutzen? Ach, der Aufsatz fehlt! Okay, okay, oh, kurz noch Beschwerde lesen. Wo war das nochmal? Ständig. Okay, wir müssen danach suchen, also wir finden das jetzt mal nicht. Okay, dann legen wir es wieder zurück. Wie viele Eulen verbunkern sich eigentlich unter meinen Krankenflügeln? Wir lagern. Waterkeep behalten wir erstmal nicht. Behalten wir erstmal. Gehen wir raus. So, nur runter. Nicht, hier war nichts mehr. War hier rechts was, was ich aufheben musste? Ja, da hinten. Ja, Schlüsselrohling haben wir jetzt auch erstmal. Das kann damit drauf müssen wir fokussieren. So, hier rüber. So, dann hier hoch. Dann hier raus. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, welche Tür konnte man nicht auf? Bleib liegen. Bleib liegen. Welche Türen konnten wir nicht öffnen? Also was haben wir denn hier alles? Wieso kann ich mich nicht bewegen? So, jetzt. Pipe, Protector, Storeroom, Waiting Room. Verschlossen. Da war was verschlossen, genau. Genau, genau. Ich hatte das Doctor's Office Key erwartet, aber nicht Exam Key. Autoinjektor nehmen. Was ist das? Einweg Injektionsspitze stellt eine sehr große Menge Gesundheit sofort wieder her. Mobil einsetzbar, aktiviert sich automatisch bei Systemversagen, wenn ausgerüstet. Also, falls ich sterben sollte, tippe ich mich nochmal hoch. Mal ansehen. Autoinjektor Spitze mit Replika KLS dem N. Kreislaufstimulanz. Schnell und einfach zu benutzen. Was steht da eigentlich drauf? Barcode. Replika, Autoinjektor, okay. Das Ding ist halt, ich bin ein bisschen angeschlagen und die heilen eine kleine Menge Gesundheit über eine Zeit wieder her. Das heißt, ich benutze es mal. In der Zeit, wenn das funktioniert. Oh, scheiße. Schnelltrockender Baumschaum. Da der Rationsplan schon wieder geändert wurde, geht es um den schnelltrockenden Reparaturspray aus. Uns das schnelltrocknende Reparaturspray aus. Wie sich herausgestellt hat, können wir aber unser eigenes herstellen, indem man einfach Coagulant-K mit normalem PU-Schaum mischt. Das Resultat dehnt sich nicht so stark aus, aber es härtet sofort und erzeugt ein recht stabiles Gemisch, falls man es eilig hat, Reparaturen fertig zu bekommen. Man kann normale Replika-Reparaturflicken als einfache Quelle für Coagulant-K benutzen und sie mit dem normalen Reparaturspray kombinieren. Oh, warte mal. In Resident Evil. Ja gut, dann sehe ich die jetzt als Crafting Material an.
jetzt noch besser? Ich hoffe auch mal. Hier unten geht keine Tür mehr auf. Das heißt, der Wasserschlüssel muss echt abpassen. Bei der Morgue. Aber so wie ich mein Glück kenne, sind wahrscheinlich die Eulen dort wieder wach. Nein, okay, dann der schnell rüber. Besten sicher rum, falls sie jetzt aufstehen sollten. Krematoriumschlüssel. Ja, okay, macht Sinn. Was braucht man denn Wasserschlüssel dann? Auf der Karte befindet sich ein individueller Schaltkreis. Ah, jetzt weiß ich wo. Ich weiß wo. Was ist das eigentlich? Na, okay, geht nicht auf. Sollen. So. Kann man da wohl jetzt eigentlich weiter? Ich habe gar nicht gecheckt. So. Wasserschlüssel benutzt. Ja, Wasserschlüssel benutzt. Gut. Ist das Goldschlüssel, Erdschlüssel, Feuerschlüssel, Luftschlüssel? Okay. Avatar, der Herr der Elemente. So, jetzt habe ich Platz für den Aufsatz, aber ich will auch die anderen Türen da oben checken. Die Eule ist nicht da, gut, versperrt. Da geht's weiter. Noch eine Eule, super. So, was liegt da? Ordnungsknim, ja. Soforthilfe 2 mm. 2 Milliliter Packungsbeilage. Gebrauchsinformation, Information für Anwender. Replika Kreislaufstimulanz, Injektionslösung in einer Autoinjektorwirkstoff. In einer Autoinjektorwirkstoff, Replika Kreislaufstimulanz 99,9%. Achtung, extrem wirksam, nur für Replika-Anwender. Was ist Replika KLSTEMN? Soforthilfe, wofür wird das angewendet? KLSTEMN ist eine sterile Lösung in einem Autoinjektorstift zur notfallmäßigen Injektion. KLSTEMN wirkt sofort im Replika-Kreislauf und stellt Systemgesundheit wieder her. KLSTEMN ist im Abwenden von kritischen Systemversagen Replika-Gestellen der Generation 3 und höher vorgesehen. Wie ist Replika KLSTEMN anzuwenden? Der KLSTEMN-Autoinjektor kann direkt aus dem Inventarbildschirm benutzt werden. Sie können den Autoinjektor im Inventarbildschirm auch in den Werkzeugslot ausrüsten und ihn unterwegs zu benutzen. Um den Autoinjektor unterwegs zu benutzen, halten Sie C für die gesamte Zeit Injektion gedrückt. Okay. Jetzt dafür ist ein Tool, was du verwenden kannst. Nice. Interessant, interessant. Ich benutze es aber dann wahrscheinlich als Failsafe. Alinas Tagebuch. Okay, es geht weiter mit Alina. Irgendwas stimmt nicht. Niemand will mir sagen, was passiert, aber seitdem ich aufgewacht bin, verhalten sich alle komisch. Die Protektoren lassen mich nicht heraus und zurück zur Arbeit, obwohl die Wunde von meinem Sturz schon wieder verheilt ist. Sie ist gestört. Ich glaube, es muss einen Unfall in der Mine gegeben haben. Ich habe 2 Eulen von meinen Zimmer flüstern gehört, dass ihnen das Personal ausgeht. Ich bin fast Sorgen um Elster. Ich habe ja schon seit einer ganzen Weile nicht mehr von ihr gehört. Ich kann hier nicht länger rumsitzen. Alina Seo. Elster. Wer sind wir? Ja, das bin ich. Das habe ich schon erwartet, dass Juni wieder kurz da reingeht. Wenn du zu mir kommst, bist du tot. Ich muss hier eh vorbei. Habe ich einen Elektroschlocker? Nein. Sorry, Bro.
Und geht's weiter. Noch mehr Eulen, kein Bock. Das sieht interessant aus. Patient Eule ist. Eule 2321. Patientin hat sich über starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen beschwert. In den Krankenflügel eingewiesen, nachdem sie während der Arbeit Oxidanzflüssigkeit verbrochen hat. Krankheitsbild stimmt überein mit jüngsten Fällen von Protektor-Personal. Obwohl wir noch keine Spur haben, was dieses Syndrom auslöst, haben wir ähnliche Krankheitsverläufe bei allen Patienten beobachtet. Am seltsamsten scheint, dass der Krankheitsverlauf des Syndroms in Replika- und Gestellpatienten ähnlich zu verlaufen scheint. Erstaufnahme Untersuchung zeigt Hypotonie, hohes Fieber und Dehydration, innere Blutung, starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus, ersten Monats oder ersten Woche. Alopecia und Purpura. Innerhalb von 5 Zyklen beginnt hautlich in größeren Stücken abzustehen. Verlust der Sehkraft und Fähigkeit zu kommunizieren können folgen. Gestaltpatienten erliegen normalerweise während dieser Phase Infektionen. Na, da sterben die schon. Bei Replika-Patienten gehen die Erfahrungen auseinander. So, weiter geht's. Jemand liegt im Sauerstoffzelt. Es fällt mir schwer, sie anzusehen. Wahrscheinlich schon tot. Sauerstoffzelt, das erinnert mich an Corona. So, eine Eule, ne, zwei Eulen, fuck. Ich versuche mich rüber zu schleichen. Ja, Munition nehmen. Da unten liegt was, ich wieder hin. Machen wir das Beste draus. Ah, scheiße. Ein Schuss. Aber liegt noch mehr, oder? Flintenmunition. Ja, okay, das ist ein Abwechsel. Ja. Okay, okay. Die sind auf jeden Fall mal tot. Ich hab nur einen Schuss. Also, da ist jemand. Was ist das? Ich will gucken, was es ist. Kein Platz im Einwegschlucker. Wenn ich das jetzt ausrüste. Okay, ist immer noch drin. Alles sieht so sad aus. Memorandum Wandtresor-Kombination. Ja, Adler. Sag mal noch das Gleiche. Wie geht's dir? Was ist los? Alle sind seltsam geworden. Ich glaube, ich bin die Letzte, die übrig ist. Werde ich auch krank werden wie die anderen? Ich habe Angst, ich will nicht sterben. Fuck. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir auch schon mal getroffen? Ich glaube, er ist das bisschen bekannt. Zuerst war es nur Kommandantin Falke, die krank geworden ist. Ganz langsam haben dann alle angefangen, sich komisch zu verhalten. Ich traue mich nicht, da rauszugehen. Ich will nicht wie die anderen werden. Ich will nicht sterben. Fuck, Junge. Ich kann dir aber auch nicht helfen. Ich könnte sie erschießen, dann wäre es vorbei. Das geht nicht. Kann ich geöffnet werden? Kann ich geöffnet werden? Okay. Folgendes. Waffe ablegen, wir nehmen die Flinte. Uns geht's nicht gut. Uns geht's nicht gut, aber es könnte schlimmer sein. Warte mal, bis die Eule wieder nach oben geht.
dachte nicht, dass sie jetzt zu mir springt. Wir haben jetzt ein Problem. Ist hier noch vor der Tür? Nee, ich geh nicht. Die läuft gerade wieder runter, das gibt's nicht. Okay, wir müssen um die herumlaufen. Ich habe viel zu viel Ego-Shooter gespielt und nicht Survival Horror. Weil die, ich weiß nicht, bekämpft habe, geschickt. Das Ding ist halt, ich laufe da viel rum. Eigentlich hätte ich sie vernichten sollen. Na gut. Aber erst einmal Pistole lagern. Und rausholen. Repair Patch. So. Ein Repair Patch. Kombinieren wir jetzt mal den normalen Spray. Machen damit Plus Spray. So. Als nächstes nehmen wir die Shotgun. Allein. Und die Videokassette. Nee, das geht nicht. So. So, wir nehmen die Shotgun. Laden die nach. Geil. Holen jetzt den Aufsatz. Holen den Aufsatz. Versuchen das Ventil. Das Gitter zu lösen. Und ich würde noch versuchen, den Elektroschocker von unten zu holen. Ja, okay, gut. Kein Wunder, warum die mich erkannt hat. Die ist nach rechts gegangen. War Schockweg tiefer, sorry. War hier irgendwas? Flooded Office. Wenn alle drei gleichzeitig aufstehen würden, das wäre der Horror. So. Jawohl. Sehen wir, wie der Steckschlüssel benutzt. Ich könnte durchgreifen. Luftschlüssel nehmen? Ja. Luftschlüssel aufgehoben. Schön. Fortschritt. Und jetzt weg hier. Das ist ein verfluchter Ort. Steh nicht auf. War das Feuer? Ja, das war Feuer. Nee, warte, was habe ich? Ach, Luft. So. Noch vier, drei Karten. Und ich habe viel Platz im Inventar. Ich brauche jetzt so oder so erstmal Items aus der Kiste. Die Eule geht hoch, das ist gut. Jetzt kann ich den Lockenschocker holen. Ich weiß, welchen Raum da noch war. Hier nicht. Ne, ich hab schon keine normalen Sprays mehr.
Hallo. Ich tut mir so fucking leid. Das Ding ist halt auch, Eulen sind in diesem Universum wirklich auch als unschuldig geflamed, ja? Also, die sind legit von ihrer Persönlichkeit her. Ja, jung, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, also. Unschuldig, schließlich, noch jung. Wenn sie jetzt da hocken, nicht, wenn sie jetzt stirbt, das fuckt ab. Das ist so abgefuckt. Um so ein Alter zu nennen, die ist eigentlich 19 jetzt gerade. 19 Jahre alt und musste jetzt davor fürchten, gleich zu sterben. Okay. Können wir klicken. Jetzt brauche ich viel. Ich brauche das Videotape. Ich brauche wahrscheinlich den Blanky. Ich guck mal kurz, wie der Computer hier oben funktioniert. Vielleicht brauche ich ihn doch erst später. Ah! Jetzt muss ich den Röntgenkamera auf hier eingeben. Da komme ich da echt nicht wie anders ran. So, nochmal C. Jetzt war B. D. Ja, das Muster male ich mir übrigens auf. Ja, passt. So, das hat man schon mal geregelt. Aber kann man da echt nicht hin? Weil da liegt halt eben der Revolver, den man braucht. Und ich will den Revolver haben. Ich habe für die Munition, für die normale Pistole nicht mehr. So. So, einmal bitte hier. Oh fuck. Hab ich das verschissen? Nee, da krieg ich nochmal rein. So. Nein. Moment, ich hab's gleich hin. Ich krieg's gleich hin. Junge, als würde Elster das zum ersten Mal machen. Also, muss eingehen. So. 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 So, so. Und noch dahin. Es geht nicht mehr. Okay, dann müssen wir das anders machen. So, wir müssen dann hier und anfangen. Wir haben 8. 8, 7. Perfekt. Theoretisch mit Graphentheorie lösen können. Jetzt die Frage, für was ist der Schlüssel, dieses Muster? Ist das Muster? Okay, nee, das ist nicht das Muster.
Okay, ich habe einen Fehler gesehen. Moment. So. Ich muss das nämlich so bauen. Ja, das war doch eigentlich richtig. Ah, nee. Das ist richtig, aber... Das Muster vom Extra habe ich falsch aufgeschrieben. Die müssen frei sein, das passt. Das muss zugehen. Ja, das passt ja. Oh fuck. Egal, machen wir einfach nochmal neu. Fangen hier unten an. Gehen hier hoch. Gehen runter, gehen wir zurück, dann gehen wir hier nach unten links und dann Muster drücken. So. Jetzt die Frage, wofür wir den brauchen. So. In welchen? Okay, ganz unten. Scheiße. Die Eule kommt gerade hoch. Nicht geil. Bitte ist die nicht aktiv. Bitte ist die nicht aktiv. Ja doch, ja. So. Wiedergabekanal auf Kassette.